Moin ihr Lieben und herzlich willkommen bei einer Lernreise in Sons of the Forest. Und zwar möchte ich euch heute zeigen, wie man in Sons of the Forest Mods installieren kann. So, genau. Um Mods zu installieren, müssen wir uns auf die Seite nexusmods.com begeben und uns hier ein Konto anlegen, das aber völlig kostenlos ist. Keine Sorge, es gibt hier einen Premium-Plan, aber den braucht ihr nicht. Die Mods sind alle umsonst. Ich habe mich auch gar nicht darum bemüht, was mit dem Premium-Plan besser ist. Hier gibt es die Mods, die könnt ihr euch runterladen. Ich bin hier mal reingegangen in Sons of the Forest Mods, ins Mods-Verzeichnis. Genau, hier seht ihr schon, hier gibt es einige. Eine Grappling-Hook, also einen Enterhaken oder hier die Soft-Edit-Companion, wo es um Teleporting geht oder das Kreieren von eigenen Point of Interests. Oder hier Sleepwell, dass es keinen Sleep-Cooldown gibt und ihr immer schlafen könnt, wann ihr möchtet. So, dann kannst du hier mit der Build-Speed, kannst du die ganzen Animationen ausschalten. Dann gibt es hier Sort-F-Menu, das ist aber nicht so pralle. Ich habe mich entschieden, euch das ganze Tutorial hier anhand der Sort-F-Mod-Menu zu zeigen. Und zwar aus dem Grund, weil ich hier Items spawnen kann, was man hier jetzt gerade nicht sieht, aber hier, ich kann Items spawnen. Das hier brauche ich jetzt persönlich nicht, diese Leiste, diese Zeile. So, aber ich kann hier zum Beispiel einstellen, dass ich Instant bauen kann, also egal wo, ich kann überall bauen. Infinite Build, ich kann unendlich bauen, es gibt keine Restriktionen, ich kann Cave-Licht anmachen, wie ihr hier seht, wird es dann etwas heller in den Höhlen. Ich kann mir verschiedene Gegner anzeigen lassen, also Animals oder Feinde. Und ich kann Infinite Locks einschalten, dass ich unendlich Baumstämme generieren kann. Das war für mich das, was so am interessantesten war, gerade wenn man baut im Let's Play. Dann hat man ja nicht immer die Zeit, bis zum nächsten Tag 3 Stunden Bäume zu sammeln, um am anderen Tag zu bauen. Von daher finde ich das für Let's Player schon ganz interessant. So, aber kommen wir dazu. Ihr müsst euch zuallererst unter Requirements gucken. Da gibt es das BEP in X-Pack. Das ist ein Framework zum Installieren von Mods. Da braucht ihr dringend dieses IL2-CPP-Mod. Es gibt noch eine andere BEP in X-Mod oder ein BEP in X-Framework, welches zum Beispiel bei Subnautica eingesetzt wird. Das funktioniert aber mit Sons of the Forest nicht. Ihr braucht dringend dieses IL2-CPP. So, klickt hier auf manuell Download, ladet euch das runter. Habe ich schon gemacht, deswegen mache ich das jetzt hier an dieser Stelle nicht. Dann könnt ihr dieses Fenster auch schon wieder schließen. Und dann hier unter Files ladet ihr euch manuell Download die SOTF Mod Menü Sachen runter. Ich habe das alles schon mal vorbereitet, deswegen gehen wir gleich hier ins Verzeichnis. Um nun das BEP in X-Pack, was ihr zuerst installieren müsst, hier rein zu jagen, müsst ihr einfach, zeige ich euch auch, hier über Steam, Sons of the Forest, verwalten, lokale Dateien durchsuchen und dann kommt ihr in dieses Verzeichnis von Sons of the Forest. So, und wenn ihr euch das BEP in X-Pack ausgepackt habt, dann kriegt ihr hier ein Verzeichnis, wie ihr es auch immer nennen wollt. Und da drin gibt es das Verzeichnis BEP in X-Pack. Da sagt ihr einfach mit Steuerung A, Steuerung C. Also alles auswählen und kopieren und geht hierhin und sagt mit STRG V alles einfügen. Dann habt ihr schon mal diesen Teil. So, jetzt können wir mal testen, ob das schon funktioniert hat und ob wir das BEP in Packs installiert haben und starten dazu einmal Sons of the Forest. So, nicht wundern, es poppt jetzt hier so eine Kommandobox auf, ein Terminal sozusagen. Beim ersten Mal dauert das auch wesentlich länger, beim zweiten Mal schon nicht mehr so lange, deswegen wir gucken mal eben und ich hole euch gleich dabei, wenn es hier fertig ist. Das macht jetzt ganz viel Initialisierungskram im Hintergrund. So, dann ist das geladen und wir landen hier ganz normal in unserem Menü, wir sagen weiterspielen, gehen hier auf unseren Spielstand. Gucken einmal, ob noch alles funktioniert, ob noch alles da ist. So, wie ihr seht, hier funktioniert noch alles. Ne, ist alles noch gut hier.
Oh, jetzt habe ich so einen Felsen aufgehoben. Das sind diese neuen Felsen aus dem letzten Update. Ja, habe ich auch noch nichts mitgemacht. Hier, wie ihr seht, ist alles noch da. Alles völlig unverändert. Noch sehen wir hier gar nichts. Wir können das Spiel an dieser Stelle wieder beenden und installieren die Mod. Bis gleich. Nachdem wir das jetzt hier installiert haben und getestet haben, gehen wir hier im Sons of the Forest Verzeichnis in das Beppin-X Verzeichnis und da in das Plugins Verzeichnis, das noch leer ist. Jetzt habe ich hier ja mein SOTF Mod Menu. Darin enthält sich eine DLL. Die kopieren wir uns einfach hier rein. Und quasi war es das schon, ne? Das war jetzt schon alles. Starten wir also Sons of the Forest nochmal neu. Beim zweiten Mal startet es auch wesentlich schneller. Klar muss der hier im Hintergrund immer ein bisschen was laden. Aber jetzt muss ich nicht mal mit euch warten. So, und da ist das Spiel schon da. So, starten wir den gleichen Spielstand wie vorhin nochmal. So, jetzt haben wir das Spiel geladen. Es scheint noch alles zu funktionieren, ne? Hier haben wir voll. Haben wir Sachen. Können wir wegschmeißen. So, wenn wir jetzt das testen wollen, ob unser Mod funktioniert, dann müssen wir die auf englischer Tastatur doppelten Anführungszeichen-Taste nehmen. Ansonsten in der deutschen Tastaturbelegung ist es das Ö. So, und wie ihr seht, hier oben ist unser Menü, unser Mod-Menü. Jetzt fangen wir da einfach mal an. Ich kann mir hier jetzt mit Animals Off oder On, seht ihr hier, ein Reh, ein Eichhörnchen, ne? Und seht auch, in wie vielen Metern Entfernung das ungefähr ist. Friends, da seht ihr dann Kelvin hier angezeigt und Enemies eben die Feinde. Dann haben wir hier unseren Item Spawner, um den es mir ging. Der ist aber leider noch nicht ganz perfektioniert. Ich suche jetzt mal hier Baumstämme, heißen Log Legacy, haben die ID 78. Wenn ich jetzt hier bei dem Amount sage, ich möchte davon zwei haben, dann funktioniert das leider nicht. Ich kriege nur einen, wie ihr seht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel für das Vorhaben bauen das machen möchte, dann suche ich mir hier einfach die Infinite Logs und schalte die ein. Und jetzt gehe ich mit Ö raus aus dem Menü. Genau. Und dann kann ich zum Beispiel jetzt anfangen zu bauen und habe immer einen Baumstamm in der Hand. Ich kann aber auch, um meine Baumstammhalter zu füllen, einfach mit G Baumstämme rausjagen und dann kann ich mich gut vorbereiten, ne? Wenn ich mir also stundenlanges Baumfällen sparen möchte, dann kann ich das so recht schnell machen. Ja, und von daher, das war schon das Installieren dieser Mod, ne? Mehr war das gar nicht. Das war schon das Größte. Einen kleinen Tipp noch, wenn ihr in dem Rucksack seid, dann drückt nicht Ö. Macht das Menü nicht auf. Dabei stürzt euch quasi nicht das Spiel ab, aber ihr kommt aus dem Rucksack nicht wieder heraus. Ihr seid im Rucksack gefangen und müsstet das Spiel ohne Speichern neu starten. Ist also noch ein bisschen buggy. Ja, aber das war schon und damit beenden wir das Ganze hier mal. Jetzt haben wir hier ja noch unsere Nexus-Mod auf. Hier gehen wir mal zurück in das Verzeichnis Mods und dann sehen wir ja hier weitere. Also ihr könnt euch hier wirklich ganz viele Mods runterladen schon. Hier gibt es zum Beispiel eine Twitch-Integration, in der ihr mit Twitch-Zuschauern interagieren könnt, beziehungsweise die mit eurem Spiel über Bits und andere Sachen, Channel Points oder so. Genau, könnt ihr euch irgendwie auswählen. Ich hab's mir noch nicht angeguckt. Da gibt es hier nochmal so ein SOTF-Menü. Da ist, soweit ich weiß, das Teleportieren schon mit drinne. Hier kann man die Geschwindigkeit einstellen, die Schwimmgeschwindigkeit. Man kann sich hier teleportieren oder solche Sachen. Man kann in Debug-Modus gehen. Hat hier auch einen God-Mode. Aber gut, God-Mode und so, das zeige ich auch, habe ich auch jetzt gar nicht gezeigt, weil ich brauche es nicht. Darum ging es mir gar nicht. Ich will ja noch Spaß am Spiel haben. Dann gibt es hier aber auch so Speicherstände oder eine andere Map. Sehr beliebt ist auch immer, ich suche sie gerade.
Hier eine Mod, um Bäume schneller nachwachsen zu lassen. Genau, aber wo ist denn jetzt hier die Faster Inventory Panning? Die ist eigentlich auch ganz nützlich. So als kleiner Tipp mal. Damit bewegt euch im Inventar wesentlich schneller. Ja, aber so viel von mir. Und ich hoffe, euch hat das kleine Tutorial gefallen. Und wenn ja, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie mir in den Kommentaren. Ich würde mich sehr freuen, euch da antworten zu können. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin, ciao!